Hallo, ihr süßen Puppis, ich bin so Jurassiker Parker wieder live aus Berlin mit meiner Tochter. Jacqueline aus Berlin. Ja, ach so. Nee. Ist aber neu jetzt. Nee. Ist nicht neu. Okay. Aber weißt du, was neu ist? Was denn? Rapshonig. Rapshonig ist neu. Und wir fahren jetzt heute wir fahren zu einer Aufzeichnung, zu einer Quizshow-Aufzeichnung. Nach Kreuzberg in die Reichenberger Straße 36 in die Happy Gangbang Studios zu. Wisst ihr noch? Wisst das ihr ist eine Online- Quizshow, wo man rumsitzt und was wissen sollte vorzugsweise und wenn man nichts weiß, ist trotzdem lustig. Ja, und das geht ja meistens, geht es halt um, deshalb wisst ihr noch, geht es um Dinge aus der Vergangenheit, so 90er Jahre Serien, 90er Jahre Musik oder irgendwie sowas. Wenn ihr jetzt so alt seid wie San Diego Po, dann seid ihr erst 2003 geboren, das heißt, ihr wisst aus den 90ern wahrscheinlich nur was aus Erzählungen, solltet ihr so alt sein wie wir, war das eure Jugend? Weihnachts, du redest gerade schon wieder sehr viel. Aber ich meine, weise Dinge. Ja, kann man so sagen. Und wir sitzen gerade im Uber und sind hoffentlich pünktlich, aber wir haben noch 12 Minuten Zeit, um pünktlich zu sein. Und ich denke, das schaffen wir. Ne, Weinhaus, freust du dich? Ja, gern. Du freust dich sehr gern? Ja, sehr gern. Jurassica? Ja, was denn? Jetzt ist ja immer noch so ein bisschen Lockdown und manchmal gucke ich sogar Konsumfernsehen. Und da gibt es jetzt... Es ist starker Lockdown. Heute ist der 6. Januar 2021 und es ist starker Lockdown bis 31. Januar. Also deswegen gucke ich nicht nur Arte, Phoenix und ZDF Info, sondern manchmal auch Konsumfernsehen. Und da gibt es ja diese Werbung von Sky, mir der ganze Potsip schafft. Ja. Und da ist mir aufgefallen, dass der zum Glück nicht mehr ganz minderjährige Sohn von Verona Pot ist. Der ist fast 18. Der ist ein bisschen geil. Der ist schon ziemlich geil. Also und ihr könnt mal bei Instagram gucken, der hat auch einen Körper. Und den kann er wirklich rausholen. Der macht jetzt sehr viel Sport, ja. Und er postet sich gerne oben ohne. Ja. Der San Diego Poot. San Diego Poot. Und der soll ich dir mal Hintergrundwissen erzählen zu den Werbespots von Sky mit der Poot-Familie. Sehr gerne. Und zwar habe ich das bei Exclusive Weekend bei der Frauke Ludewig gesehen. Die mit dem faltigen Hals? Ja, ist die mit dem sehr faltigen Hals. Das ist aber Bodyshaming, was wir gerade machen. Und zwar haben die Werbespots wirklich bei sich zu Hause gedreht. Nein. Ja, die wohnen in so einem weißen Wohnzimmer, damit sich die beiden Söhne wohlfühlen und vor der Kamera so agieren können, damit sie halt natürlich wirken. Das ist nicht süß von der Verona. Die hat ordentlich noch Asche abkassiert, weil sie die ganze Bude dafür hergeben musste, oder? Die hat Geld bekommen für den Location, für die Location-Bereitstellung und für ihre darstellerischen Künste. Das finde ich clever. Das ist eine Businessfrau, ne? Ja. So, wir sind aus dem Uber wieder raus, Weinhaus. Ja. Das Maskentragen ist halt nicht travestiekonform, ne? Zum Beispiel, ich habe immer Angst, dass mein Gesicht dann weg ist. Guck mal, der Hund hat einen Pullover an. Naja, wir gehen jetzt in die Hackfleischstudios. In die Hackfleischstudios. Das dürfte wahrscheinlich hier sein. Reichenberg. Oh mein Gott, Happy Gang, Kanobel, Klatsch. Happy Gang, viertes OG. Viertes OG. Guten Morgen. Guten Morgen. Weiß aber jetzt nicht, ob vorne oder hinten. Ich guck mal, ob da Briefkasten dafür dran ist. Happy Gang. Gang. Steht da schon. Ja. Happy Gang. Soll ich mal schellen vielleicht? Oder? Ja. Schellen ist auch ein schönes Wort. Maria Hahn. Getränkehandel zerlegt, zweites OG oben rechts. Nee, wir müssen zur Paula. Hast du jetzt geklingelt oder nicht? Da ist der Namensschild links dran. Ach so. Wie der Name steht da nicht dran. Happy Gang steht links dran. Hinterhof. Guten Tag. Hi. Ach so, die Tür ist auf für ein Haus. Da muss man gar nicht klingeln. Muss man ziehen. Ach so, okay. Oh. Guck mal, hier ist die Elevatorin. Ich brauche schon ein bisschen was älter hier. Da muss man einfach die Tür aufmachen. Ach, da guck mal, Happy Gang. Ach, Happy Gang. Das ist sehr niedrig hier schon. Ich passe nicht in den Fahrstuhl. Doch, du willst nur nicht. Stell dich mal ganz gerade hin. Ja, okay, es ist halt fürs Video lustig. Oh, der Auge teilt. Ja? Oh, das sapscht. Oh nein. Ich hab Taschentücher. Mama, gleich. Oh, Scheiße. Naja, das ist halt auf der linken Seite ein blaues Auge. Oh, Scheiße. Es geht. Ich hab Puder dabei, da gehen wir nochmal rüber. Okay, hörst du? Hör mal. Da. Hör mal. Dankeschön. Gerne. So. Und hier sitzt auf einmal sehr eng gleich. Happy Gang. So. Ich glaube, eins runter müssen wir wieder. Happy Gang. Ach, guck mal, da ist schon auf. Ich glaube, wir sind da hin. Meinst du? Zähl nochmal.
Kunst kostet Kraft und Haarspray und vielleicht möchtest du mir auf PayPal eine kleine Wertschätzung dalassen. Da würde ich mich sehr freuen. Wir sind jetzt bei der Happy Gang. Da, schaut mal, da ist der Tino. Ach, guck mal, mach mal die Maske. Ist der süß? Ist der süß? Ist der süß? Zeig mal, wie süß. Oh Gott, ist der süß! Ich weiß nicht, ob die gut ist. Sehr süß. Und schaut mal, wie schön das hier ist. So arbeitet man heute in 2021. Also so ein Büro hätte ich auch gerne. Schaut mal, hier überall stehen Computer. Aber ist das keiner da? Das wundert mich. Es ist keiner hier. Es sind wenig Menschen hier. Schaut mal hier, da arbeiten immer ein paar Menschen. Was ist das schön hier? Überall. Naja, so. Gehen wir wieder zurück. Die Weihnachten sind schon wieder am Flirten. Und das Schlimme ist, ich habe heute im Uber einen Mentholbonbon gegessen. Und natürlich habe ich vergessen, dass ich Mundschutz tragen muss. Und jetzt tränt mein eines Auge. Und ich weiß nicht so genau, ob ich noch schön bin. Aber das werden wir dann sehen, wenn wir uns final schminken. Der Tino. Reinhaus, wie geil finden wir den Tino? Saugeil! Saugeil! Da ist der geile Tino und der geile Tino ist der Produzent. Und der erzählt mir jetzt, was uns heute erwartet. Ja, wir haben die Jurassica und die Jackie O. Winehouse bei uns. Ja. Und wir freuen uns total, die hier zu haben. Und wir spielen heute mit denen mehrere lustige Nostalgiespiele. Zum Beispiel ein 80er-Quiz oder wie sahen die Stars früher eigentlich aus? Und die beiden müssen das erraten. Wir müssen das erraten. Und du hast mir gerade schon erzählt, ihr seid ja auf allen sozialen Medien vertreten und habt wahnsinnig viele Follower. Wie viele davon sind gekauft? Keine. Es ist alles keine. Keine, das hoffe ich doch wohl sehr, ja. Ja, schön, weil ihr seid wirklich... Wie viele Follower auf Facebook? Auf Facebook sind es 4 Millionen sind es auf Facebook. Insgesamt haben wir 7 Millionen Follower. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Doch. Das ist ja Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch Vielen dazu. Dank. Und ich zeige euch das Studio jetzt nochmal. Danke, Tino. Ich zeige euch das Studio mal ganz kurz. Hallo. Paula und... Judith. Ihr beiden, was macht ihr hier heute? Ton mache ich. Ja, und Paula steht so nebenbei. Ich mache Kamera ein bisschen und stehe schön rum. Schön. Ja. Ich zeige euch mal kurz das Studio. Schaut mal hier. Das ist süß. Ich möchte gerne vor Gelb stehen, weil Gelb steht mir besser. Und da sind so Buzzer. Ich wollte schon immer mal buzzern. Und alles natürlich Corona-konform mit einer Trenn- und Schutzwand. Ich freue mich sehr. Es geht gleich los. Vielen Dank, ihr zwei. So, wann geht's denn los? Wenn ihr ready seid. Ah, wenn wir ready sind, Weihnachten, sag mal, sind wir jetzt ready? Ja. Ja? Ach, wir müssen uns da noch eintragen. Ja. Ist das alles? Der Stift schreibt jetzt aber auch nicht mehr so gut, ne? Ihr Süßmäuse und Marmeladenmäuse, welch apartes Team ihr nun seid, denn ungeil ist anders. Hashtag süß gestaltet. Dem ist nichts hinzuzufügen. So, wir sind jetzt fertig mit dem Drehen. Hab ein bisschen gebaut, weil ich das mit meiner Kamera wieder nicht verstanden habe. Ich zeige euch noch mal kurz das Set. Das war sehr lustig, weil wisst ihr noch? Das geht im Februar irgendwann online. Und da ist der Tino. Der Produzent, den kennt ihr Hallo. Schon. Hallo. Wie war ich denn so? Mega geil. Ja? Ja, ich habe selten so gelacht. Und ich freue mich schon, wenn er bald wiederkommt. Ja, bitte lad uns wieder ein. Wir, ne, Weihnachts. Bist du dir sicher? Ja. Ja? Ja. Wir sind halt einfach Kameragold. Kann man sagen, was man will. Ja. Hast du gut gemacht heute. Ja, du auch. Ja, und dann vielen Dank, ihr süßen Mäuse. Guck mal da. Sag doch auch nochmal Tschüss. Tschüss. Hat Spaß gemacht?
Ja, sehr viel Spaß. Sehr viel Spaß gemacht. Gut, da freue ich mich sehr. Paula und Judith. Und ich sage jetzt auch auf Wiedersehen und Beise. Und abonniert mich und folgt mir, ihr wisst schon, das ist üblich. Und da ist nochmal die kleine Weinhaus. Warte mal, ich bin auf Kusser It. Fitter It, warte mal. Beise! Tschüss! Sharing is caring.